Ich denke, wie die Geschichte entstanden ist, ist eh schon sehr, sehr oft praktiziert worden und besprochen worden. Ich möchte einmal aber vorerst gleich eines klarstellen. Die Gemeinde St. Georgen ist weder ausländerfeindlich noch irgendwie rechtsgerichtet. Wir haben vollstes Verständnis für das Leid der Asylbewerbenden. Ich denke, hinter jedem Fall ist ein tragischer Fall, weil sonst verlässt man sein Land nicht oder sucht die Flucht. Der Ort ist keinesfalls ausländerfeindlich. Wir können ja mit dem Thema Thalheim, mit dem Erstaufnahmezentrum umgehen. An und für sich ist ja das schon hat dieses Gebäude schon eine lange Tradition, von ursprünglich einer Lungenheilanstalt, dann über eine Betreuungsstelle und dann irgendwann ist es einmal, ich glaube 2005, ein Erstaufnahmezentrum geworden. Wir haben auch zusätzlich heuer noch in Kogel die Zuflucht 73 Kinder aus der Ukraine aus einem Waisenhaus ermöglicht, wo wir mit Bauhof und wo die ganze Bevölkerung wesentlich mitgeholfen hat, da das funktioniert hat. Es hat eh lange gedauert, bis dass wir da auch eine finanzielle Sicherstellung zusammengebracht haben. Und bis dahin habe ich sicher 2,5 Monate alleine als Privatperson die Haftung getragen, beziehungsweise auch die Verantwortung getragen. Und ich denke, das alles zusammen zeigt, dass die Gemeinde schon menschlich ist und dass die Gemeinde auch der Thematik bewusst ist, dass man helfen soll, wenn es notwendig ist. Aber jetzt ist einfach genug. Ich denke, es ist zu viel. Es kann nicht einfach sein, dass einer Gemeinde, wo es eine Betreuungsstätte gibt, wo ein Gelände vorherrscht, ist, das was praktisch dem Bund gehört, dass man da das hernimmt, der einfachste Weg, und dass man dort dann nochmal diese asylwerbende Zahl aufstockt. Ich denke, der Innenminister hat hier die dummste Lösung gewählt für Österreich, dass man Asylwerber in Zelten unterbringt. Wie auch immer das zustande gekommen ist, ob das jetzt, weil manche Länder die Quote nicht erfüllen oder weil manche Länder die Unterkünfte oder die Beherbergungen nicht herbringen, aber das ist uns als St. Georgen echt wurscht, wer dafür verantwortlich ist. Wir hier sind, wir drei Bürgermeister und die Gemeindevertreter, der Region verantwortlich, aber auch der Gemeinde. Es kann nicht sein, dass unter diktatorischer Manier, ohne Rücksicht auf eine Bevölkerung oder auf eine Region, der einfachste Weg gewählt wird und Zelte aufgestellt werden, welche noch dazu menschenunwürdig sind, zu einem Zeitpunkt, wo wir schon Herbst haben, zu einem Zeitpunkt, wo es in der Nacht schon gefriert, zu einem Zeitpunkt, es hat geschüttet am Samstag. Und ich habe dann appelliert, ich meine, es war zufällig, dass wir mit den Medien draußen waren, wie der LKW zugefahren ist und wir dann die Zelte aufgestellt worden haben. Und es hat wirklich geschüttet und genau zu dem Zeitpunkt einfach mit ausgeschaltetem Hirn hat man da die Zelte aufbauen begonnen. Und noch dazu, genau an die Grundgrenze zu den Nachbarn, die was eh schon immer wieder Probleme haben, beziehungsweise die was eh das Thematik-Erstaufnahmezentrum an der Haustür haben. Dann habe ich versucht, mit der Lagerleitung zu telefonieren, dass man das unterlässt und sie hat gesagt, sie darf mit mir nicht mehr sprechen. Somit hat sich dann der Pressesprecher vom Aachenrainer gemeldet, vom Asylbeauftragten von Österreich. Und der hat mir dann gesagt, ja, die müssen heute aufgestellt werden. Sag ich, warte halt nur einen Tag, weil gestern war ja Sonnenschein. Nein, man hat es noch aufgestellt, weil es kommen am Abend schon die ersten Asylwerber. Natürlich ist dann auch so gewesen. Die sind dann mit einem Bus um 20 Uhr gekommen, haben dann die Zelte bezogen und nicht viel später habe ich den ersten Anruf gekriegt. Die sind mit den Radios gekommen. Ich möchte jetzt da nicht jetzt ins Detail gehen, weil ich denke, es hat jeder Recht auf Radio und so, also bitte das nicht in die falsche Kette bekommen. Aber es kann nicht sein, dass man Zelte aus sturer Art und Manier an die Grundgrenze stellt, dann kommen Leute und da wird dann vollgas die Radio auftrat, dass die Nachbarn auch nicht mehr schlafen kommen, dass man gleich wieder die Polizei braucht. Also so unvernünftig zu agieren, das ist einfach beschämend. Und es ist auch beschämend für einen Staat wie Österreich, einen reichen Staat, dass man Leute in einem
Zelt unterbringen muss. Also schauen wir durch mich für das, weil das sind nicht wir, wir können anders. Und natürlich noch dazu, die Ankündigung vom Herrn Bundesminister, dass nur junge Männer kommen, das wurde natürlich im Ort mit voller Angst aufgenommen. Ich meine, ich kenne die Probleme der Nachbarn. Die Nachbarn, die sind echt gutmütig und sind bereit, immer wieder im Konsens mit der Lagerleitung das hinzunehmen. Sie haben uns erzählt, Franz-Patrick Baumann und ich waren ja vor 14 Tagen oben, wie die Leute über die Zäune drüber klettern, um zu flüchten. Wenn sie da nicht gehen, wird einfach der Müll weggeschmissen. Sie fangen das Betteln an. Man muss auch dazu sagen, wir sind ja ein Dublin-Center. Das heißt, in St. Georgen oder im Erstaufnahmezentrum nach Dahlem kommen nur Personen, die in der Erstbegutachtung keine Chance auf Asyl haben, sondern eben, wo noch ein längerer Prozess notwendig ist und wo halt auch die wenigsten Menschen oder Asylwerber, die was da nach St. Georgen kommen, die Chance haben auf Asyl. Natürlich, und das wissen wir statistisch auch, alle die, was da kommen und nach St. Georgen praktisch, um dieses Verfahren mitzumachen, 80% davon mit Abgang unbekannt, das heißt, die flüchten. Die sind dahin, gehen im Zug und fahren in ein anderes Land, wo auch immer hin. Und daher natürlich, den Nachbarn kriegen das viel mit, weil beim Haupteingang gegangen sie nicht aus sind, da man es auch praktisch versteht, sondern die kriegen halt über die Zäune drüber und landen dann in Nachbarsgärten und so. Und das kann nicht sein. Und daher, ich kenne die Probleme der Nachbarn. Und dass man dann als provokant dann noch die Zelte da nicht stellt, nur weil man mit Zwang am Abend nur die Zelte befüllen will, also da ist der Hausverstand weit, weit weg von jeder Normalität. Ich kenne die Sorge meiner Gemeindebürger und Bürgerinnen. Gehen's durch den Ort, es sind ja durch das, dass wir Dublin Center haben und durch das, dass in die Zelte jetzt auch junge Männer kommen, die sind unterwegs und nicht alleine, sondern in mehreren Gefolgschaften, zu dritt, zu viert, zu fünft. Und wenn du da natürlich als Frau im Ort unterwegs bist, dann hast du es mit der Angst zu tun, auch mit Kindern, die Leute sagen mir das. Wenn man sich auf die Nacht nicht mehr traut heimgehen, weil man nicht weiß, was ist, was passiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die alle als Kriminelle abstempel. Aber das Gefühl, das Erkennungsgefühl eines jeden ist natürlich beängstigend, wenn man das so sieht. Und ich kenne auch die Ängste der Gewerbetreibenden und der Geschäftsleute. Ich war letzte Woche 2 Minuten, da hat man die Zelte noch nicht da gehabt. Die hat mir einfach gesagt, Trafik oder Quangeschäft, die was da angesiedelt haben, sie haben halt auch ein Problem, wenn da 5, 6 Leute auf einmal ins Geschäft kommen. Der Trafikant hat mir gesagt, okay, wenn 3 drinnen sind, sperrt er zu, arbeitet die ab und die nächsten 3. Das ist aber auch nicht wegen dem, weil man gleich als Vorurteil sagt, das sind Kriminelle. Das ist einfach aus dem heraus, weil das Wahrnehmungsgefühl einfach ein beängstigendes ist. Und aus diesem Grund sitzen wir heute hier. Wir als Region Attergau und als Gemeinde St. Georgen sind keinesfalls oder wollen nicht die Lückenbüßer für Dessau, für eine ungerechte Aufteilung von Asylsuchenden in den österreichischen Gemeinden. Wie auch immer das stattfindet. Ich weiß, jede Gemeinde hat eine Mail gekriegt, wo drinnen gestanden ist, man soll sich melden, ob man wen beherbergen kann. Ich meine, wenn ich so mache, da wird die Resonanz klein sein. Ich denke, da muss man schon rausgehen und mit den Gemeinden reden. Ich weiß, keiner will es haben, aber trotzdem Solidarität hervorrufen und mit den Leuten reden. Einfach nur mit Mails und irgendwie so halbherzig Quartiere zu suchen, das ist zu wenig. Und für das wollen wir auch nicht büßen. Ich habe heute den Anruf bekommen vom Innenminister Kahner, der was mir versprochen hat, dass die Zelte zumindest heute wegkommen von der Grundgrenze. Passt, Landesrat Hartmannsdorfer, der was mich gestern auch ein paar Mal kontaktiert hat und wo ich diese massive Forderung, einmal diese Erstforderung, diese Detailforderung untermauert habe, hat jetzt mit dem Bundesminister geredet, der hat mich herangerufen, die Zelte kommen einmal weg von der Grundgrenze. Super, am Samstag haben wir es hingestellt, da hat noch keiner auf dem Bürgermeister gehört, heute haben wir es weg. Gott sei Dank, muss ich sagen, aber es war anders auch gleich gegangen. Ich habe jetzt natürlich, die Gemeinde St. Georgen hat sich entschlossen,
aus energiesparenden Maßnahmen in der Nacht die Straßenbeleuchtung abzudrehen, das träumen wir jetzt nicht mehr. Da geht es einfach um dies. Ich will, dass die Gemeinde, meine Bürgerinnen und Bürger ein Sicherheitsgefühl bekommen, auch in der Nacht. Und da ist es egal, wie viel Strom das kostet. Ich hoffe, dass der Innenministerium, aber bis jetzt haben sie es nicht gesagt, vielleicht einmal einen kleinen Anteil machen. Und was natürlich noch ist, und das ist die Forderung, die was wir haben, wir wollen, wir sind gewohnt, mit dem Asylzentrum zu leben. Wir haben eine Vereinbarung mit 120 Leuten, das ist die Grundforderung. Und wir wollen, dass die Zelte wegkommen, weil es kann nicht sein, dass wir die Lückenbüchser in Österreich sind. Und daher wird es am Nationalfeiertag, am 26. Oktober um 10.30 Uhr vor dem Gemeindeamt eine Bürgerinformation geben, eine Protestinformation, wo wir die Bevölkerung informieren. Und wir werden dann einen Marsch machen in Richtung Autobahnauffahrt, wo wir dann auch noch unseren Unmut kundtun. Ich fordere auch den Bundesminister auf, dass er mit uns endlich einmal gescheit in Kontakt tritt und dass man die Sache bespricht, dass wir auch einmal eine Vision kriegen oder zumindest, dass wir einmal das Gespür kriegen, wie lange das gehen kann oder was auch passiert. Weil momentan ist ja so, der Gemeinderat wird nächste Woche über das Gelände von Dahlheim ein Neuplanungsgebiet drüberlegen, weil es ist ja auch schon im Raum gestanden, Container aufzustellen und das geht gar nicht. Also das geht absolut nicht, weil dann ist das dauerhaft und das vertragt einfach eine Gemeinde nicht. Und das alles zusammen wollen wir untermauern. Wir wollen das Gespräch mit dem Bundesminister, wir wollen eine Vision für St. Georgen. Wir wollen auf jeden Fall, dass so wenig wie möglich in Dahlheim sind im Mehrstaffelzentrum, denn wir sind ja eh bereit, unseren Beitrag zu leisten, aber wir sollen nicht über Gebühr strapaziert werden.